Schlüber. Auto seltsam Genzi. Die Filmbilder hat der Auto seltsam Genzi selbst im Yellowstone Nationalpark in den USA gedreht. Der Grizzly Bear, auch Grizzly bzw. alte Rechtschreibung Grizzly, teils auch Grizzly, Ursus Arctos horribilis, ist eine in Nordamerika lebende Unterart des Braunbären. Ging man in früherer Zeit noch von zahlreichen verschiedenen Unterarten auf diesem Kontinent aus, so werden heute in der Regel alle dort lebenden Braunbären mit Ausnahme der Kodiakbären als Grizzlybär bezeichnet. Die Fellfärbung und die Größe dieser Tiere variieren in ihrem Verbreitungsgebiet. Der Begriff Grizzly, aus dem Englischen für gräulich, spricht auf das weiß-grau gesprenkelte Oberfell an, das besonders Tiere in den Rocky Mountains aufweisen. Grizzlys können aber auch gelbbraun, dunkelbraun oder fast schwarz gefärbt sein. Die Farbe hängt vor allem vom Lebensraum, im Speziellen von der Nahrung und vom Klima, ab. Die Größe nimmt generell von Norden nach Süden ab, während sie im Norden bis zu 680 Kilogramm wiegen können, sind die Tiere im Süden mit 80 bis 200 Kilogramm bedeutend leichter. Überall sind allerdings die Männchen deutlich schwerer als die Weibchen, durchschnittlich um das 1,8-fache. Die Kopfrumpflänge der Grizzlybären beträgt 1,5 bis 2,5 Meter, sein Schwanz misst 10 bis 12 Zentimeter. Bei den Schultern ist er 1,5 Meter hoch. Der Körperbau entspricht dem der übrigen Bären, der Körper ist stämmig, die Gliedmaßen lang und kräftig. Die Füße tragen jeweils 5 nicht einziehbare Krallen. Wie alle Bären sind Grizzlys Sohlengänger. Der Schwanz ist ein kurzer Stummel, der Kopf ist massiv und rund. Wie alle Braunbären weist er einen Höcker am Nacken auf, der aus einer kräftigen Muskelmasse besteht. Diese braucht er, um seine Vorderpranken wirkungsvoll einzusetzen. Mit seinen Pranken jagt er, fängt Lachse, wendet Steine zur Nahrungssuche und gräbt Höhlen. Neben dem Buckel am Nacken ist die stärker vom Kopf abgesetzte Schnauze ein Kennzeichen, das ihn vom oft gleichgefärbten amerikanischen Schwarzbär unterscheidbar macht. Das ursprüngliche Verbreitungsgebiet der Grizzlybären umfasst weite Teile des westlichen und mittleren Nordamerika. Er stammt von einer eurasischen, über die zeitweise trockene Beringstraße eingewanderten Braunbärenpopulation ab. Dort verbreitete er sich in Wäldern und in der Tundra des ganzen Kontinentes bis nach Mexiko. Wie weit sein Verbreitungsgebiet nach Osten reichte, ist unbekannt. Knochenfunde von der Halbinsel Labrador, aus Kentucky und Ohio deuten an, dass es weiter reichte als ursprünglich angenommen. Der Rückgang der Populationen begann möglicherweise bereits, als die Indianer dank der von den Spaniern eingeführten Pferde ihre Jagdtechniken verfeinerten. Mit der großflächigen Besiedlung des Landes durch die Europäer ging dann ein drastischer Rückgang der Bestandszahlen und des Verbreitungsgebietes einher. Als wichtiges Rückzugsgebiet erwies sich der 1872 gegründete Yellowstone Nationalpark. Im Kerngebiet der USA, den 48 zusammenhängenden Staaten, leben heute nur mehr rund 1000 Tiere, die in mehrere isolierte Populationen im nordwestlichen Landesteil, dem Yellowstone-Nationalpark, dem Glacier-Nationalpark sowie vereinzelt in den Bundesstaaten Montana, Idaho und Washington, leben. In Kanada sind sie ebenfalls aus den mittleren Landesteilen verschwunden und kommen heute nur mehr in British Columbia, dem westlichen Alberta und in den nördlichen Territorien vor. Im dünn besiedelten Alaska sind sie noch relativ häufig. Die heutige Gesamtpopulation wird auf rund 50.000 Tiere geschätzt. Grizzlybären sind normalerweise nachtaktive Einzelgänger. Nur bei besonders üppigem Nahrungsangebot, wie in bärenreichen Regionen oder Flüssen während der Lachsleiche, kommt es manchmal zur Ansammlung vieler Tiere. Trotz seines maßigen Körperbaus kann er mit einer Geschwindigkeit von über 60 km pro Stunde rennen. Außer bei der Jagd tappt er allerdings meist gemächlich dahin. Normalerweise geht er auf allen Vieren. Zum besseren Überblick kann er sich auf die Hinterpranken stellen und so auch einige Schritte gehen. Grizzlys halten während der kalten Jahreszeit eine Winterruhe.
Da die Körpertemperatur nur wenig zurückgeht und sie leicht aufzuwecken sind, spricht man nicht von einem echten Winterschlaf. Um sich darauf vorzubereiten, legen Sie im Spätsommer und Herbst einen Fettvorrat an. Grizzlybären sind wie die meisten Bären Allesfresser. An pflanzlicher Nahrung stehen Gräser, Kräuter, Schösslinge, Blüten, Wurzeln, Knollen, Nüsse und Pilze auf ihrem Speiseplan. Im Sommer und Herbst machen Bären einen wichtigen Bestandteil ihrer Nahrung aus. An fleischlicher Nahrung nehmen sie unter anderem Insekten und deren Larven, Vögel und deren Eier sowie Nagetiere, beispielsweise Hörnchen, Lemminge, Taschenraten und Wühlmäuse zu sich. In stärkerem Ausmaß als eurasische Tiere jagen sie auch Großsäuger wie Elke, Rentiere, Wapitis, Bisons, Weißwedelhirsche und Gabelböcke. Wo verfügbar, reißen sie manchmal Beutetiere wie Schafe, Ziegen und Rinder. Bei Grizzlybären, die an den Pazifikküsten des Nordens leben, machen Lachse während ihrer Laichwanderungen flussaufwärts einen bedeutenden Teil der Ernährung aus. Diese proteinreiche Nahrung ist vermutlich dafür verantwortlich, dass die Tiere im Norden bedeutend größer werden als ihre im Binnenland lebenden Artgenossen. Die Weibchen bringen etwa jedes zweite Jahr zwischen einem und vier, meist aber zwei Junge zur Welt. Die Paarungszeit ist im Juni und Juli. Die Embryos beginnen sich aber erst mit der Winterruhe im November oder Dezember zu entwickeln. Die Jungen kommen nach einer zweimonatigen Entwicklungszeit im Januar oder Februar zur Welt. Sie sind mit etwa 30 cm Körperlänge und mit durchschnittlich 350 Gramm sehr klein. Im ersten Monat nach ihrer Geburt sind die Babys blind und taub. Nach zwei, drei Jahren verlassen sie ihre Mutter. Grizzlybären sind eng mit den Eisbären verwandt und können mit diesen Nachkommen zeugen. Eckige Klammer auf 1 eckige Klammer zu. Schon die Indianer jagten den Grizzly, sein Fleisch wurde gegessen, sein Fell zu Kleidung und Decken verarbeitet und seine Krallen und Zähne als Ziergegenstände verwendet. Auch in der Mythologie und als Totemtier spielt der Bär bei manchen Stämmen eine wichtige Rolle. Viele Menschen sahen den Grizzly als Nahrungskonkurrent und als potenzielle Gefahr. Diese Sicht sorgte für den drastischen Rückgang nach Ankunft der weißen Siedler. Heute sind die Grizzlys vielerorts geschützt und ihre Populationen stabil. Dank der Bestandszunahme der Population auf etwa 500 Exemplare im größeren Yellowstone-Ökosystem konnte die Art in diesem Verbreitungsgebiet Ende April 2007 aus der Liste der bedrohten Arten nach dem Endangered Species Act genommen werden. Eckige Klammer auf 2 eckige Klammer zu. In 4 weiteren Gebieten der Vereinigten Staaten bleibt die Population bedroht. In den 1970er Jahren gewöhnten sich die Grizzlys, wie auch die Schwarzbären, im Yellowstone-Nationalpark an die Menschen und deren Nahrung. Sie aßen Süßwaren wie Biskuits und Eiscreme, aber auch Steakabfälle. Es kam vermehrt zu Unfällen zwischen Menschen und Grizzlys. Nachdem der Nationalpark Service eine Reihe von Maßnahmen eingeleitet hatte, zum Beispiel führte er geschlossene Abfalleimer sowie ein Fütterungsverbot ein und siedelte Bären um, nahmen die Grizzlybären allmählich ihre urtümliche, wilde Lebensweise wieder an. Gefährdung des Menschen eckige Klammer auf bearbeiten eckige Klammer zu. Grizzlybären. Aufgrund seiner großen Kraft kann ein einziger Biss- oder Prankenhieb eines Bären beim Menschen schwere Verletzungen oder sogar den Tod verursachen. Für gewöhnlich greifen sie Menschen selten an, sondern fliehen, wenn sie Menschen nahen hören. Es gibt jedoch Situationen, in denen sie gefährlich werden können. Dazu zählen die Begegnung mit verletzten Tieren.